Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Wochenshop. Auch die Woche wollen wir wieder einmal reingucken, was so Minecraft uns wieder anbietet in unserem geliebten Shop. Da gucken wir erstmal natürlich auch immer auf unsere Hauptseite. Da sehen wir natürlich wieder ein neues Bildchen, ne, auch wenn wir raufklicken. Ändert sich natürlich auch die Ansicht. Ja, dann wollen wir einmal gucken, was denn Minecraft wieder hier im Shop anbietet. Ihr seht ganz oben Realms, kennt ihr vielleicht, einen Monat. Damit werben sie ja schon die ganze Zeit, habt ihr ja, wenn ihr die einmal testet, gratis. Jetzt haben sie uns das Ganze ein bisschen noch besser aufgeteilt. Da gibt es jetzt auch noch ein bisschen mehr Inhalt. Ihr kriegt noch ein paar Pakete dazu, wenn ihr, sage ich mal, das Abo macht, ne, dass ihr die dann dafür nutzen könnt. An sich beträgt der Preis 8,799 € pro Monat, wenn man sich das kaufen will. Der erste Monat ist gratis, das hatten sie schon immer so. Jetzt haben sie es natürlich ein bisschen besser aufgewertet, so dass, sage ich mal, vielleicht die Verkaufsquoten oder euch die Abos reinzudrücken natürlich ein bisschen höher sind. Ich kann euch natürlich empfehlen, einen Monat gratis spielen, ja, 8 € für die Pakete und so, muss jeder selbst entscheiden. Sie haben aber hier alles schon aufgelistet, ja, alles sehr kindgerecht gehalten, finde ich. Steht auch zu jedem Punkt was da, wenn da Fragen sind, müsst ihr euch mal ein bisschen durchlesen. Minecraft reicht auch bei den Reams, wenn ihr euch da das Abo, sag ich mal, holt auch noch jedes Mal, also jeden Monat immer ein paar neue Pakete dazu. Also die Pakete, die ihr jetzt beim Kauf erhaltet oder wenn ihr jetzt das Testabo macht, sind nicht alle Pakete. Also jeden Monat gibt es da immer wieder noch ein Update, dass da dann auch ein bisschen was dazu kommt. Wie gesagt, muss jeder selbst entscheiden, ob er sagt, ja, sowas hätte ich gern oder auch nicht. Für alle, die Realms nicht kennen, was das ist, an sich macht ihr denn eine Welt auf, wo dann Leute auch beitreten können, wenn ihr gar nicht online seid. Ne? Das ist dann euer eigener Server, den könnt ihr denn da bewirtschaften und der kostet halt, wie gesagt, wo ihr hier was falsches da guckt, da steht es nochmal 7,99 denn, ne? Das Abo pro Monat halt. Ja, und ansonsten die ersten 30 Tage, erster Monat, der ist umsonst, das führt ihr denn hier aus und dann könnt ihr hier, plupp, kostenlose Testversion einmal ausprobieren. Ja gut, Reams verkaufen sie wieder ein bisschen anders, ne? Vielleicht steigen dann die Verkaufsquoten. Ich lasse das irgendwie links liegen. Für mich spielt das irgendwie nicht so eine Rolle, aber der ein oder andere, der ist ja happy darüber. Ansonsten bei neuen Sachen, Inhalten mäßig, was sie uns anbieten jetzt für die Woche, ist nur eine Sache dabei, wo ich sagen kann, okay, für Mittelalter-Freunde ist jetzt was dabei. Und zwar Kindencraft. Ne, so eine schöne Mittelalterwelt mit Drachen und natürlich auch vielen Deko-Sachen, die man sich, sage ich mal, wenn man Mittelalter mag, noch ein bisschen platzieren kann. Ja, für Mittelalter-Freunde ist das ein Paket. Für den Preis ist natürlich ein paar, ja, oder was heißt paar, eigentlich wenige Skins dabei, nur 5 Skins und die sehen ja auch nicht gerade mittelalterlich aus. Ich finde, da hätten sie doch noch ein paar gute Skins mit dazu mischen können. Sie haben ja so viele, sage ich mal, immer jede Woche im Angebot und für 7 €. Anders sieht es natürlich bei unseren Skin-Paketen aus. Ich meckere eigentlich immer drüber bei den ganzen Skin-Paketen. Wir haben auch die Woche wieder 35 Packs erhalten. Diesmal sind aber ein paar Packs dabei, wo ich sagen kann, ja, die kann man sich ruhig kaufen. Zum einen gibt es hier auch zwei Honig-Skin-Pakete. Ne? Jetzt kommen ja auch bald die Bienen. Ne? So als Vorfreude für Bienenfreunde ist da was dabei. Ich finde hier besonders diese Honiggläser witzig. Ne? So als Skins-mäßig geht das Ganze. Andernfalls auch für alle Leute, die jetzt schon im Weihnachtsfieber sind. Bei mir ist das noch nicht so wirklich los hier gegangen mit Weihnachtsfieber. Wir haben ja erst den 8. Von daher ist ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Aber ansonsten für die Leute, die es noch nicht abwarten können, schon ein bisschen rumzulaufen als Weihnachtsmann oder sowas, gibt es auch schon ein paar Pakete. Augen offen halten jetzt, da ist schon einiges mit bei. Ansonsten ist nicht viel passiert bei unserem Shop. Ne, die Realms werden angepriesen. Ein paar Kleinigkeiten, so an Paketen, aber großartig was dabei ist noch nicht. Ansonsten war es das ja auch wieder für diese Woche. Wir schauen, was nächste Woche wieder im Shop gibt. Vielleicht können wir da wieder was abgreifen umsonst. Aber ansonsten, einen Monat testen jetzt hier den Reams. Andernfalls bedanke ich mich für immer fürs Zuschauen. Wünsche dir noch sonst eine schöne Woche, ne? Und dann haust rein. Und tschüss.